Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 42. Es ist der Abend nach dieser merkwürdigen Männer-Kennenlernparty und vielleicht wundert ihr euch schon seit ein paar Tagen, dass ich momentan die 100 Baby Challenge wieder täglich veröffentliche. Das liegt einfach daran, ich kann es einfach nicht lassen, die 100 Baby Challenge zu spielen. Das macht mir so viel Spaß und ich wollte jetzt nicht allzu weit in die Zukunft vordrehen und dann dachte ich, okay, dann lasse ich das mal wieder jeden Tag laufen, bis ich meinen vorgedrehten Zukunftsmassen abgearbeitet habe. Und ja, und ich fand es auch so spannend mit Alinas Hochzeit und der Einzug in die Wohnung und was dann alles passiert ist. Jetzt wollte ich diese Boost-Woche mitnehmen und heute drehe ich einfach, weil ich Lust habe auf 100 Baby Challenge, auf Jens und auf Jenny und ihre Familie. Jens auch, der da gerade wieder schön zu Besuch ist. Und ich will auch wissen, ob ich das schaffe, morgen die Alice befördern zu lassen. Die hat offenbar noch keine Hausaufgaben gemacht. Mal gucken. Nicht begonnen. Dann wecke ich die mal auf. Die ist jetzt nämlich am Abend fast wach. Soll die mal Hausaufgaben machen und dann was essen, bisschen Spaß haben und dann wieder ins Bett. Und der Tyler, ach, der hat wieder Obstkuchen gegessen. Mal gucken, hat der Hausaufgaben... Braver Bub. Ja, ich denke mal, der hat gute Chancen, morgen eine 2 zu kriegen. Aber dann kann er ja noch nicht altern, erst wenn er die 1 hat. Was hat er eigentlich für Level? Ja, den lasse ich dann noch ein bisschen rumtoben. Nicht heute, jetzt ist er ins Bett gegangen, sehr vernünftig, sondern morgen. Oh, die Nachbarn machen schon wieder Lärm. Höflich anklopfen. Komm, Max, warum kannst du nicht? Geh mal hier hin. Kannst du dann höflich anklopfen. Damit nicht alle aufwachen. Oh, sie sind hier schon aufgewacht. Grusel, Grusel. So, gucken wir mal, wie wir das bewältigt kriegen. Tja, so schön die Idee ist, wenn die Kids in der Nachbarschaft wohnen und wenn man die immer sieht und so. Aber das mit dem Lärm ist einfach nervig. Ja, es scheint nicht so, als hätte dich drin jemand gehört. Dann trommel mal dagegen. Mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Naja, wenn das alles nichts nützt, dann suche ich denen andere Wohnungen. Und lass die Wohnung hier leer. Ich versuch's nochmal mit Freundlichkeit. Über Veränderungen in der Nachbarschaft. Und zur Not muss er sich dann halt wütend über Lärm beschweren. Das fände ich sehr schade. Die ganze schöne Idee mit den Benachbarten. Das verleidet einem so richtig dieses Apartmentwohnen, finde ich. Auch, dass man da nichts gegen machen kann. Falls einer von euch einen Trick kennt, wie man diese nächtlichen Lärme abstellen kann, außer dass man den Nachbarn ausziehen lässt, und dann eben keinen Nachbarn mehr hat. Oder es gibt, glaube ich, eine Wohnung, die hat leise Nachbarn, aber die ist viel zu klein für die Jenny. Jetzt bin ich hier schon wieder.
nützt alles nichts. Die Kinder sind in heller Aufruhr, wütend über Lärmbeschwerden. Wo ist das? Jetzt ist es verschwunden. Nein. Oder vielleicht doch noch da. Wüten und toben. Ja, das muss jetzt ja nun nicht sein. So schlimm ist es noch nicht. Gemein fast ja auch nicht. Nein. Klopf nochmal gegen die Tür. Das alles hat nichts genützt. Jetzt geh mal hier hin. Oder ich lass mal jemand anders. Ich lass mal die Jenny gegen die Tür trommeln. Geh mal hier hin und... Naja, nützt alles nichts. Ich meine, ich kann die ja jetzt nicht rausschmeißen. Weil die kriegen ja jetzt bald das Baby. Oh, und Jenny muss unbedingt den Garten pflegen. So, die vertrocknen ja alle. Ich meine, ich könnte die rausschmeißen, die Haushalt aufsplitten. Soll ich das machen und den... Ist ja geil. Häuser in New Creek bauen. New Crest bauen. Ja, geh mal aufs Klo, Max. Wir können es ja nochmal probieren mit... Nee, da kann man nicht mehr gegen trommeln. Ich mach das. Ich bin das einfach leid. Oh, Tabea ist sehr hungrig. Hole ich immer was zu essen. Hier legt man wieder das ganze Essen rum. Und ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, ich gehe um Lärm zu kümmern. Das geht ja auch nicht. Die Nacht ist inzwischen weit fortgeschritten. Alle können nicht schlafen. Also, ich greife jetzt zur Soforthilfe. Außer, es geht jetzt doch nochmal wütend über den Lärm. Nee, geht nicht. Okay. Kinders, Experiment gescheitert. Ihr zieht jetzt aus. So, dazu muss ich in Welten verwalten gehen. Dann speichere ich das erstmal. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich eine bezahlbare Wohnung finde, wo die alle zusammen einziehen könnten. Da wohnt schon jemand, da auch. Ist noch zu klein. Was ist das? Da waren wir schon mal. Aber da sind andere... Ah ja, da habe ich andere einziehen lassen, genau. Tja, ich glaube, ich mache da gar nicht lange rum. Ich spalte die Haushalte auf und baue denen kleine Häuser in New Crest. Sorry. Oder nein, ich habe da noch einen alten Bau, da können die dann zusammen hinziehen. Okay, gut, wie mache ich das jetzt am besten? Bin jetzt ein bisschen verwirrt leider. So, mal gucken. 22.000 haben die. Dann können die das Ding kaufen, ja. Umziehen. Sorry, Kinders. Die kriegen aber ein schönes, so zwei, ein Doppelhaus kriegen sie. Okay, in New Crest. Nehmen wir ein etwas größeres Grundstück. Ich glaube, da passt das drauf. Ja, da hatte ich das auch gebaut. So, Möbel behalten, ja. Und jetzt gehen wir in die Galerie. So.
Das ist schon Ewigkeiten her, lange bevor ich den Channel hatte. Ja, zurück, zurück, zurück. Da ist es, genau. Diese modernen Häuser. Da hat jede Familie dann, oh, das ist die ausgebaute Variante. 41.000 können die sich nicht leisten. Dann nehmen wir die, die kostet nur 17.000 und dann kann ich die ausbauen. Okay. Grundstück platzieren und zwar hier. Funktioniert das jetzt so? Bestätigen. Ja. Okay. Bomber möbliert. Ja, nehmen wir mal möbliert. Sie brauchen ja schließlich zwei Küchen. So, jetzt wird das gebaut. Richtig einrichten tue ich das dann nach dieser Episode. Und wir wollten die ja sowieso morgen besuchen, wenn die Babys kommen. Und dann können wir uns das in Ruhe angucken. Jetzt lasse ich die da nur mal einziehen. Okay. Und die sind dann durchaus gut untergebracht. Hier, schickes Haus, da können sie auch Garten anbauen und so weiter. Und ich gehe jetzt aber zurück zur Jenny. So, ich hoffe, jetzt ist es ruhig. Drastische Maßnahmen. Und ich guck mal, ob ich die jetzt wieder ins Bett kriege. Vor allem die Schulkinder haben das ja nötig. Oioioioioi, sie hat ja absolut null Spaß. Die Hausaufgaben fertig, gut. Wie können wir ihr Spaß verschaffen? Zweimal Fisch beobachten. Okay. Es ist 1 Uhr nach. Dreimal Fisch beobachten. Und dann ab ins Bett, meine Liebe. Ah. Oh Gott, sie kann nicht mal ein Nickerchen machen. Weil es offiziell noch zu laut ist. Ich hoffe, das hört dann bald auf. Also lasse ich es mal laufen. Jo. Und der Teiler. Aufs Klo kann man ja wohl, wenn es laut ist. Dann werden die wieder zu müde in die Schule gehen. Und danach kannst du mal essen und dann duschen und ich hoffe, dann kannst du wieder schlafen. So. Ja. Die kleine Tabea isst inzwischen, das ist gut. Und dann wird sie wahrscheinlich kollabieren. Wie sieht's aus mit... Ah, okay, danach kann sie also schlafen. Schlafen geht wieder. Geh du auch mal schlafen. Er heißt Zack. Danke an Dennis für den Hinweis. Ich versuche ihn jetzt immer Zack zu nennen. Ich habe mir das schon fast gedacht, aber ich war halt einfach nicht sicher. So, was haben wir da? Da steht noch das Essen rum. Das tue ich mal in den Kühlschrank. Und Jenny, du musst dich einfach um den Garten kümmern. Nützt alles nichts. Zumindest bewässern. So, schön ruhig. Max, was machst du? So eine Kleinigkeit essen, das ist aber dumm. Alice, okay, der Spaß steigt. Und Tyler, okay, was macht der? Der will essen und ich guck mal, ob der schlafen kann. Ja, er könnte wieder schlafen. Aber warte mal, dann gehst du nicht baden, sondern machst hier eine schnelle Dusche. Das geht schneller und dann gehst du schlafen. Und Alice, ja, guckt jetzt noch Aquarium. Ich denke mal, geh du mal ins Bett. Ach, dann ist die Krise erstmal wieder abgewendet. Max, du kannst jetzt noch mal hier aufräumen. Und dann kannst du auch ins Bett, denn du bist ja hundemüde. So. Okay.
Okay, ich hoffe, dann ist alles irgendwie im Rahmen. Jenny, ja, du bist auch müde und sehr ungespaßt. Dann lassen wir dich auch mal ein bisschen Aquarium gucken. Ich frag mich, wo dieser Ton ist, ob der beim Umzug draufgegangen ist. Ich guck mal in den ganzen Inventaren. Aber ich habe ihn seit dem Umzug nicht mehr gesehen. Und der Tyler wird morgen müde in die Schule kommen. Der arme Tyler. Hat der Tyler Urlaub? 3 Tage? Ach, ich lasse den in die Schule gehen, dann kriegt er seine 2 und dann macht er halt einen langen Mittagsschlaf. Ich denke, das geht. So. Und Jenny hat morgen frei. Dann will ich mal versuchen, sie auf diesen Level 7 der Comedy-Fähigkeit zu bringen. Mal gucken. Das dauert ja irgendwie. Ah, jetzt schlafen sie da alle. Okay, langsam. Denn die Kiddies müssen ja rechtzeitig in die Schule. Okay, jetzt geht's halbwegs. 5, gut. Ich mache immer mal ein kurzes Päuschen, weil manchmal haut einem das so richtig ab. 6:30. Jetzt gucken wir mal, in welcher Verfassung die sind. Die Alice sollte schon mal aufstehen und auf die Toilette gehen und vielleicht nicht wirklich duschen, aber Hände waschen und Zähne putzen, damit sie halbwegs sauber ist. Und dann noch eine Kleinigkeit essen. So. Ja, die haben es wohl am nötigsten. Und der Tyler. Ja, den lasse ich noch eine Stunde schlafen. Okay, Je Alice. Gut. Und die Kiddies. Tabea ist schon wieder super hungrig. Hat die nicht aufgegessen vorhin? Oh, und irgendjemand hat das Puppenhaus kaputt gemacht. Tabea, steh du mal zwischendrin auf, geh aufs Töpfchen und ess mal fertig. Wie lange hält es noch? 3 Stunden, okay. In der Zeit kannst du das essen. Und Zack, du darfst noch ein bisschen schlafen. So. Okay. Wie kommt sie voran? Ja, immer noch ziemlich ungespaßt. Vielleicht muss ich irgendwann doch mal einen Fernseher anschaffen, dass die beim Essen Fernseh gucken können. Aber dann dauert das Essen auch viel länger. Ich versuch's noch mal ohne Fernseher. Ich finde das blöd, wenn die dann immer vorm Fernseher hocken. Denn das tun die dann. So. Wir warten noch 10 Minuten. So viel Schlaf rausholen wie irgend möglich. Okay. Gleich. Ja, ich weck dich schon mal. Okay. Und Tabea holt sich jetzt was zu essen. Gut. Ja, setz dich mal in die Nähe deiner großen Schwester. Gut. Ah, jetzt sollte ich bei ihr das Essen mal abbestellen. Und ich beobachte einfach mal wieder, ob die von selber gut in die Schule kommen. Das hat ja beim letzten Mal ganz gut geklappt. Besser als verzweifelt auf den Knopf zu drücken.
Okay. Ah ja, sie tun wieder gar nichts. Tyler wippt noch so ein bisschen. Ja, so kommen wir auch nicht weiter. Aha. Jetzt hat sie das hier immerhin in ihrer Pipeline. Okay. Und der Tyler Grundschule besuchen. Okay. Ja, Tyler geht schon los. Sehr gut. Dass das jedes Mal so ein Affentheater ist. Naja, sie sind jetzt aber auf dem Weg. Wunderbar. Und wir sollten vielleicht die Leistung von der Alice im Auge behalten. Aber ich mache jetzt mal einen Cut. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.